Will ich noch was erledigt haben? Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Das freut mich für ihn. Apropos, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Genau, richtig. Das wollten wir auch noch machen. Hallo? Bist du das, Dad? Sarah, du musst etwas für mich tun. Was ist denn? Stimmt was nicht? Hör zu, jemand aus Vicks Firma ist auf dem Weg zu dir. Ich will, dass er auf dich aufpasst. Was ist los? Ist jemand hinter mir her? Wieso ich? Die Leute, die hinter Blacklist stecken, wissen, wer ich bin. Das bedeutet, dass sie auch dich kennen. Ich will, dass du sicher bist. Der Zug ist längst abgefahren, Dad. Okay, schick den Bodyguard. Aber du bringst es zu Ende, oder, Dad? So schnell es geht. Hab dich lieb. Ich dich auch, glaube ich zumindest. Na, vielen Dank, du Blöde. Boah. Genau, welcher Vektor. Wir gehen jetzt halt erstmal zu Charlie. Weil ich wollte ja. Hey. Nee, ich wollte ja auch. Meine Ausrüstung tauschen. Tja, Briggs ist nicht mehr willkommen bei der CIA, aber ich glaube, hier verdient er sowieso mehr Kohle als dort. Hi. Hey, Sam. Cockpit? Da will ich hin. Oh, da kommt er wirklich hoch. Auf die Buchse. LOL! Hier waren wir noch gar nicht. Aha, ja, verstehe, okay, ja. Regenbogen herrschen über die ganze Welt. Guck da mal, wie viele Regenbogen da sind. Schön, Regenbogen. Total toll. So, runter da. Die sollen mal da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und wir wollen mal Ausrüstung mal ummodellieren. Wir haben ja genug Kohle. Kampagnen-Sandfische, Ausrüstung. Ops-Anzug, Torso, da haben wir Abgel, was ich eigentlich recht gut finde. Der Platz, wo zusätzliche Gewehrmagazine bietet, das finde ich ganz gut. Elegante bei Foron Elite-Agent beliebt. Platz für Ausrüstung und Munition. Ausrüstung noch 4. Sekundärmagazin 7 und Spezialmagazin 4 zu bekommen, okay. So viel haben wir eigentlich auch noch nie benutzt, jetzt so von Ausrüstungsgegenständen, wa? Dann machen wir das mal. Ich glaube, wenn wir den Stil dadurch verbessern können, kaufen wir das und rüsten das auch direkt ein hier. Wiedergängeranzug. Hier haben wir Elite-Handschuhe, haben wir schon drinne. Mit das Beste, was wir kriegen können. Hosen, Alpha-Anzug haben wir hier drin, ne? Eine Panzerung, was haben wir hier? Verringert Schaden und bietet Platz für Munition jeglicher Art. Verringert Schaden und bietet Platz für zusätzliche Ausrüstung und Munition. Dann nehmen wir doch lieber das hier dazu. Ein bisschen Rüstung kann nicht schaden, finde ich. Aber damit würden wir unser Stil wieder komplett versauen. Das hätte sowas von keinen Sinn. Daher machen wir es auch einfach nicht. Die Hosen zerstören sowieso alles an Stil. Aber er hat eine ordentliche Rüstung dafür, Alter. Nicht schlecht. Aber das behalten wir einfach mal. Lichter! Oh mein Gott. Das ist jetzt eine Sache. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt anschauen. Hier haben wir sowieso schon alles gekauft. Pistolen. Die ist verdammt schlecht und die ist noch verdammt schlechterer. Sekundäre Waffe. Die SC haben wir natürlich drin, ist klar. Farmers, guck dich mal, wie schlecht die Farmers ist, Alter. Nee, das ist schon die beste, die wir nehmen können. Betäubungspistole, Betäubungswaffe und die Armbrust. Die Armbrust finde ich da etwas besser. Ja, wir nehmen das hier. Wir behalten das. Klingt ganz gut. Gut. Da haben wir die Ausrüstung auch wieder ein bisschen angepasst. Sehr schön. Und dann wollen wir mal uns
jetzt endgültig zu der Mission begeben. Ja, und heute kam auch die Nachricht bei Amerika, wo die PlayStation 4 draußen ist, schon, dass es da einige Probleme gibt. Ich hoffe, dass es halt nicht so bei uns erscheinen wird, diese Probleme. So, da brauchen wir jetzt nicht weiter. Das haben wir schon gehört. Bitte. Danke. Sag Bescheid, gut, wenn Olli was braucht. Abgesehen von oberflächlichen Schäden ist das Flugzeug okay. Sehr gut. Charlie. Was? Gibt's was Neues über das gekaperte Schiff? Arbeite noch dran. Die nennen den Angriff Amerikas Benzin. Ein Tanker wäre eine teuflische Waffe. Scheiße, was ist passiert? Was guckst du mich an? Rim? Das SMI spricht nicht an. Bin ausgesperrt. Charlie? Versuch's zu umgehen. Briggs, ändert sich was? Gar nichts. Kontrollier das Licht und internen Funk. Hier, Cockpit. Wir verlieren an Schub. Wie lange können wir gleiten? Ein paar Minuten. Navigationssysteme ausgefallen. Steuerung nur manuell möglich. Überprüfen die Schalltafel. Ich kann so schnell nichts machen. Ich weiß ja nicht mal, wie Sie die Kontrolle übernommen haben. Sprich mit mir, Mann, verdammt! Cockpit, was ist los? Hier, Co-Pilot, brauchen Sanitäter. Was ist? Der Captain. Ihn hat's am Kopf erwischt, als wir abgeschmiert sind. Sieht übel aus, er wacht nicht auf. Wiederhole, Pilot ausgefallen. Flugzeug unter Kontrolle. Scheiße. Triebwerksausfall. Versuche Neustart. Bin aus dem Navigationssystem ausgesperrt. Kannst du so fliegen? Ja. Ich meine nein. Ich kann manuell das Beste daraus machen und uns im Gleitflug halten. Aber es ist ein zweiter Pilot nötig, um alle Steuerelemente bedienen zu können. Oha. Vielleicht sind wir auch Amerikas Benzin. Fange einen Treibstofftanker ab, von dem man annimmt, dass er das Ziel des Angriffsschlags ist. Aber wir sind gerade hier ziemlich in Turbulenzen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt hoch und dem Co-Piloten helfen, wa? Gut, dass wir eben gerade herausgefunden haben, wo dieser Co-Pilot ist. Briggs, sieh nach dem Piloten. Wo gehst du hin? Ich hol Cobin. Okay, wir müssen es doch nicht wissen. Mach das. Okay, immerhin können wir unsere Cobin holen. Hey, lass mich raten. Wir stecken in der Scheiße und nur ich kann uns wieder rausziehen. Stimmt's? Halt die Fresse. Der Pilot ist bewusstlos. Scheiße! Und der Co-Pilot? Der steuert manuell, aber... Schon klar, er braucht Hilfe dabei. Strom ausschalten, Notstrom deaktivieren, System neu starten. Okay, ich muss ins Cockpit. Lass mich raus, Fischer. Fischer, lass mich raus. Ich regle das mit dem Strom. Wenn du schon mal da bist, wirf Ladung ab. Bringt uns Zeit. Briggs, lauf zum Heck des Flugzeugs. Wir müssen sofort Ladung abwerfen. Auf dem Weg. Okay. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Oh, sieht aber sehr schön hier alles aus. Die Tür der Ladung ist auf. Ja, der Boote reichen. Okay, jetzt macht es mehr Sinn, dass wir da Zeitbegrenzung haben. Oh shit. Jetzt zieht es ein bisschen. Wir sind so schwer. Heli abwerfen. Muss ich selber drücken? Nee, macht automatisch hier, oder was? Na los. Jungs, wir kommen gleich in Turbulenzen. Schnallt euch an. Vergiss es! Ja, das bringt's irgendwie nicht. Scheiße! Briggs, leuchte dahin. Ich schieße ihn frei. Glaubst du, du triffst von da? Schätze, das ja, werden wir gleich wissen. Ja, bleibt nichts anderes übrig. So. Ich muss irgendwo hin. Ich muss hier hoch anscheinend. Los, hoch mit dir. Hoch jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. 3 Minuten, um genau zu sein. Kann sein, dass es immer wieder abzieht alles. Hast geschafft, Sam. Ich habe keine Ahnung, was... Ja. Noch ein bisschen. Bin dran. Sam, lass dich auf den Kran fallen. Dann müsstest du freie Sicht haben. In Position? Ich kann schießen. Warte. Hab's geschafft. Raus mit dir, Scheißteil.
Crusher, unterbrich die Stromzufuhr, damit wir das System neu hochfahren können. Bin auf dem Weg, wir verteilen der City und so. Wieso muss ich jetzt von A nach B laufen? Wo ist Briggs jetzt hin? Die Zugangsluke zur Elektrik ist dort. Oh, nice. Wo muss ich hin? Ich folge einfach mal dem Pfeil da. Corbin, der Generator ist aus. Okay, schwing deinen Arsch ins Cockpit. Ich geh in den Sturzflug und hab keine Lust, dass du in einen Lüftungsschacht donnerst. Schon dabei. Oh, ich hab das Gefühl, dass die Erde mal näher kommt. Hier sieht ziemlich leer aus. Wer sagt das denn? Ich bin schon dabei. Es ist nun mal gerade, als hätte ich 15 Bier gekippt hier. Oh. Auf jetzt so zu tun, Pussy. Ja, noch. Alter, noch eine Minute! Ja, stress nicht! Eine Minute, los hoch mit dir, Sammy! Okay, ich bin da. Was gibt's für ein Problem? Der will während des Fluges ein neues System installieren. Wäre längst fertig, wenn der Arsch mich nicht stören würde. Der bringt uns zum Absturz. Verdammt, was glaubst du, was gerade passiert? Lass ihn machen. Alles klar. Okay, Fischer. Du musst Kerosin in die Triebwerke pumpen. Wenn das Ding hochfährt, bleiben nur Sekunden, um sie anzuwerfen. Die Steuerung für die Pumpen ist da drin. Nach dem Neustart ziehst du wie verrückt hoch. Okay. Wir haben nur einen Versuch, okay? Drei, zwei, eins, jetzt! Komm schon, du Drecksding, zieh hoch! Das war irgendwie klar. Paladin wiederhergestellt. Ja, Wolski, wir haben sie unter Kontrolle. Gott sei Dank, du. Hat noch nicht lange überlebt, du. Wenn wir aufgeknallt, oder wenn wir auf Wasser jetzt, wenn wir da. Da, ne? So. Okay. Schön, dass wir es geklärt haben. Also gut, dass wir darüber mal geredet haben. Es hat einige. Ja, Knoten gelöst zwischen uns. Ja. Hier, ich habe keinen Bock mehr weiter in so einen Blödsinn zu labern. Jetzt lad endlich die Scheiße. Und, wie sieht's aus? Die Hauptsysteme sind wieder aktiv. Wir fliegen, aber wir fliegen blind. Rim, interne Kommunikation funktioniert. Kommen immer noch nicht raus. Hey, was ist gerade passiert? Wir waren Ziel eines stuxnetartigen Virus. Hab ein SMI-Backup installiert und alles gescannt. Wir sind sauber. Wie konnten die Engineers hier ein Virus einschleusen? Wir prüfen das und schicken dir die Ergebnisse. Oh, Scheiße. Was jetzt? Es kam eine Botschaft rein, bevor die Systeme ausgefallen sind. Die Direktive zum Schutz der Regierung ist in Kraft. Das bedeutet? Das bedeutet, dass sämtliche hohen Tiere und Militärs in Bunker gebracht worden sind, damit sie die Scheiße überleben. Das gab's zuletzt am 11. September. Oh mein Gott. Denkt ihr, das ist der letzte Blacklist-Angriff? Wir wissen es noch nicht, Charlie. Kümmer dich um die Kommunikationsanlagen. Oh, und es geht gleich in die nächste. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Geht's langsam auf dem Ende zu, oder was? Das ist ja eine schöne Sache hier. Gegen Söldner. Ach so. Und wir sind immer noch hier hinten, mitten auf dem Land und sind gerade fast im Wasser abgestürzt. WTF. Wie geht das? Was ist im Ei durchsuchen? Keine Ahnung, was ich jetzt also suchen soll. Es ist eine Art modifiziertes Stuxnet-Virus. Modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Och, das ist klasse. Ich mein, scheiße. Aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und sehr gefährlich. Kann
an jedes infizierte System lahmlegen. Ha, habe ich auch schon gemerkt. Versuch's mal. Auf der anderen Seite vom Attack. Das werden wir zu verhindern wissen, Kollege.